Ja, hey, willkommen, mein Name ist dann die Roll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir im Funhaus gewesen und im King Colas Castle. Und jetzt gehen wir und suchen den Tunnel. Weil wir sind da angekommen, ein Typ hat uns provoziert. Und jetzt müssen wir die ganzen Orte abklappern. Macht Sinn, ne? Übrigens, wenn euch der Part gefällt, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Ein Dislike, wenn ihr unbedingt wollt, und ja, was auch immer ihr an Feedback hier noch hinterlassen könnt. Also den Kanal sehr weiterhelfen und ich würde mich auch sehr dafür bedanken. Gut, weiter. Wie komme ich jetzt zum Tunnel? Boah, zeigt ihr mir wieder, ich muss da lang. Oh. Was ist denn hier? Den Colas Kurt. Ich komme überall hin, nur nicht zum Tunnel. Auch geil. Gut, was haben wir denn da? Ein Schloss durch die Toiletten haben. Das scheint mir doch etwas unlogisch. Ich brauche Red Away, Red Away. Ich habe nur noch einen. Geil. Warte, was? Ah. So unfair mit den Riderways. Ich habe nicht mehr so viel. Ich habe einen. Aber ich werde dann mit der Quest ja fertig. Mit voller Fotofinish. So, ich muss da runter, ne? Ja, weiter nach unten. Ich muss beeilen langsam. Dann muss ich hier in diesen Tunnel, soll ich da in das ein Tunnel? Ich mal da lang. Oh Gott. Da. Lass mich da rein. Ein Städtentunnel. Ich dachte auch, da wäre eine Attraktion oder so. So der magische Tunnel. Wer auch immer jetzt hier kommt, den mache ich platt. Wieso hast du schon wieder dein Kostüm nicht an? Du weißt schon, dass Snooker-Leute feiern, wenn sie aus ihrer Rolle fallen, oder? Ja, natürlich war das nur Spaß. Aber im Ernst, mit Clown-Make-up lassen sich Eindringlinge leichter vertreiben. Und da ist ein neuer im Park. Nein, ich glaube nicht, dass das dieses Mal funktionieren wird. Irgendwas ist bei dem anders. Siehst du, das kann ich auch. Und jetzt hör auf zu zappeln. Okay. Tut mir leid. Ich weiß, du kannst nicht anders. Wir müssen nur durchhalten, bis sie mit dem Heilmittel zurück ist. Dann vertreiben wir die Raider und bringen die Farm in Ordnung. Wir arbeiten dran. Versprochen. So, wieder in der Rolle. Ich muss noch ein paar Überraschungen für unseren Besucher vorbereiten. Du findest bestimmt allein raus. Dem muss ich sowas von töten, oder? Okay. Okay, stelle Oswald den Ungeheuerlichen zur Rede. Oh Gott. Hi, wo kommst du denn her? Das ist nicht der Typ, den ich gerade mich aber so gut hier umgelegt hat, ne? Okay. War sogar der. Na super, ich habe ihn getötet. Nein. Warte mal hier. Vor die Leuchttastatur.
über mein PC. Einfach überspringen, so wie in die Elder Scrolls. Wir natürlich alle voll den Überblick über die Story haben. Und ich damit jetzt den Sprengler im ganzen Park hier ausstellen. Mich verarschen jetzt, wo ich hier fertig bin. Boah. Okay. Hier zum Keller, zum Tunnel, dass es hingehen sollen. Ich bin nicht da rein. Au, ich, ah, na. Sind meine Schuhe ganz nass. Boah, ich hasse dieses Gefühl. Gibt nichts Schlimmeres als das Gefühl von nassen Socken oder nassen Schuhen. Da muss man da irgendwie laufen. Das ist alles Schlimmste. Na, wenn man auf Lego tritt. Ja. Oder wenn man sich den Zeh stoßt, das sieht irgendwie... Das sieht irgendwie dann so aus, als wäre überhaupt nichts passiert, aber es fühlt sich irgendwie an, als würde dein verdammter Zeh verbluten. Wenn du irgendwie gegen eine Tischkante oder so dagegen stößt. Ist furchtbar. Oh nein! Du hast meine Verteidigungsanlagen abgeschaltet! Ah! Was? Au! Was zum Teufel? So Tode gefahren von einem blöden Achterbahnwagen. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh. Oh, nee. Warte mal. Was, nachdem ich den erledigt habe? Nö. Mah. Ah, geh weg. Weiß nichts. Hatten unnötig bescheuerter Tod. Weil mich wurde da so weggetragen von dem blöden Teil. Ey. Trotzdem wieder aus. Du kannst wieder einschalten, der Pisser. Ja, wer hätte denn gedacht, dass da so ein blöder Wagen auf einmal kommt? Du hast zwei. Dann nehme ich auf einmal One-Hitten. Die haben mich doch vorher nur gestreift die ganze Zeit. Wenn mir so ein bisschen Schaden gemacht ist, tun die mich voll überfahren, wie so ein verdammter. Ein verdammter PKW oder irgendwie sowas. Du stellst jetzt nicht wirklich da im Weg, oder? Danke. Meine Güte. War einer der bescheuertsten Tode aller Zeiten in diesem Spiel. Nummer 1 war natürlich immer noch der, wo ich an so einem Auto vorbeigelaufen bin und einfach so einen Herzinfarkt hatte. Oh, was hat denn? Da sind die ganzen Sorten oder was? Richtig geil. Der schlimmste Tod war immer noch nicht so. Da war in der Polizeiwache von Cambridge, da weiß ich sogar noch. Ich laufe an so ein Auto vorbei und fall einfach tot um. Ein Herzinfarkt oder irgendwie so hat. Weil der war jetzt schon nah dran, ist bestimmt Platz 2 bis 3. Vielleicht fällt mir ja noch irgendeiner nicht ein. So, nochmal das Ganze. Rennen. Das ist eine ganz doofe Idee, ja. Da muss ich jetzt hin. Ich bin schon wieder voll den unnötigen Weg am Lauf. Bist du nicht ein bisschen zu groß dafür?
Habe ich gerade fett genannt? So, jetzt haben wir ein Problem. Komme ich hier von Strahlung ein? Fuck the shit, I'm out. Oh, Schande! Fuck the shit, ich mache euch platt. Boah. 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 Alter, wo kommen die alle her? Schießt gleich so was von mit meinem Fettmann durch die Gegend. Ja, da ich kann mir das nicht mehr leisten. Die ganze Strahlung hier, halt auf. Voll Todesfall hier. Mal langsam beeilen. Verdammt mal raus. Ich muss wieder zu King Colas Castle, ne? Aha, wie soll ich denn jetzt reinkommen? War nicht da irgendwo in der Gegend? Ha. Na, wie komme ich denn jetzt noch mal da hin? Aha. Also Orte, so wo man sich nicht navigieren kann, durch die Gegend. Au! Wow. Alter. So, jetzt hier lang war das irgendwo, glaube ich, und da ist natürlich wieder ein Ghoul. Leck mich, ich gehe jetzt einfach da rein. Da ist noch einer. Jetzt einfach da rein, tschüss. Ah. Warum fallen die jetzt immer alle um? Warum? Ja. Ich werde das hier nicht überleben. Ja, ich kann bestimmt den Aufzug benutzen, ne? Ich muss gucken, habe ich irgendwas anderes bei meiner Strahlung entfernt? Ich weiß nicht mehr weiter. Weil ich wieder draußen gehe, bin ich platt. Ha. Hey Doc, Bro, du hast nicht zufällig Red Away oder so. Ai, ai, ai. Gut, nur so weniger als die Hälfte der AP übrig. Bestimmt geil. Nach oben. Wo auch immer du bist, du kriegst jetzt einen Hammer gegen die Fresse. Ausstrahlung. Ihr Raider seid alle gleich. Ihr kommt zu jemandem nach Hause, stehlt seine Besitztümer und tötet die, die er liebt. Ich lasse nicht zu, dass du noch einen meiner Freunde tötest. Das ist unser Zuhause, nicht deins. Ich bin nicht euer Feind. Das kann ohne weiteres Blutvergießen enden. Wir verteidigen diesen Ort seit mehr als 200 Jahren. Glaubst du, vor dir hätte noch niemand wilde Ghule als Monster abgestempelt? Wie viele von ihnen hast du ohne Not abgeschlachtet, weil du dummerweise dachtest, du tätest der Welt einen Gefallen? Seit 200 Jahren, dann bist du ja so alt wie ich. Seit 200 Jahren seid ihr hier? Warum? Wir haben die Leute unterhalten, bevor die Bomben. Die Strahlung hat uns verändert, aber dieser Ort ist unser Zuhause geworden. Mit der Zeit hat die Krankheit meinen Freunden und denen, die wir lieben, den Verstand geraubt.
Ich werde ein Heilmittel für meine Freunde finden, bevor jemand wie du vorbeikommt und uns alle vernichtet. Streiten bringt nichts mehr. Geh einfach. Ich würde ja gehen. Habe aber versprochen, diesen Ort zu beschützen, bis Rachel ein Heilmittel findet. Meine Liebste ist vor Jahren losgezogen, um ein Heilmittel zu finden. Kennen wir die? Und ich habe geschworen, unser Zuhause zu verteidigen und für die Sicherheit zu sorgen. Wenn Rachel mit dem Heilmittel wieder durch diese Tore kommt, wirst du sehen, werden alle sehen, dass ich recht hatte. Wenn es ein Heilmittel gibt, kann sie es nur mit deiner Hilfe finden. Vielleicht hast du recht. Wenn Rachel noch da draußen ist, finde ich sie. Dann suchen wir gemeinsam nach dem Heilmittel. Ich sammle die Überreste meiner Freunde und wir überlassen diesen Ort deiner Obhut. Keine Sorge wegen der Strahlung. Die wird dich und deine Leute nicht mehr schädigen. Oh, was sei Dank. Hier, nimm das. Als Entschuldigung dafür, dich falsch eingeschätzt zu haben. Oh, ich habe das Schwert von ihm bekommen. 30% des Schadens, Energieresistenz ist hier jetzt. Und den Hut. Okay. Warum bin ich jetzt schon... Was? Achso, das Schwert und so, ne? Hätte wahrscheinlich voll den epischen Bosskampf oder so gebracht, aber was soll's. Was? Und... So, Gott sei Dank. Strahlung ist ja weg. Ich kann wieder ausatmen. Wann habe ich das Passwort? Wann soll ich die Sprengler einschalten? Gut. Der Typ hat Magie, der wird schon mal leben. Wenn wir weiter dieser Strahlung ausgesetzt sind, werden sie noch krank. Aha. Hier ist aber bestimmt noch was. Ja, das ist abgeschlossen. Ja, schon wieder eine Power Armor angezeigt, was soll das? Kein Right Away. Max ist hier, Mann. Ja, okay, ich habe die Waffe bekommen, aber den Zylinder. Aber trotzdem festgekettet. Wie? Dann kette ich dann eben auf. Genau so. Okay. 19 Minuten. So, sind wir hier auffällig, nehme ich an. Gut. Und nun? Ich brauche Right Away. Immer noch. Ist noch irgendein Ort in der Nähe? Hier sind noch ein paar. Ja, das ist eine Red Rock Raststätte oder was? Und hier irgendwo runter, ohne zu falken. Ich habe nicht mehr viel AP. Also Red X. Voll wenig HP. Ich tue keinen allzu hohen Sturz überleben. Ja. Wenn ich jetzt da auf lande. Haha. 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 So, ich bin mal da. Hallo, na? Welt der Erfrischung.
Also wie ganz Nuka World, ja. Achtung, eine Durchsage. Die heutige Vorstellung von Corky Wu und Lagia beginnt. Schon wieder irgendjemand, der mir jetzt verspricht, Mann. Jetzt ja nicht eine neue Quest oder so starten, einfach nur einen Ort hier suchen, irgend so einen random Ort. Gehen wir zu einem anderen Ort. Mit einer Quest fertig geworden, mein Gott. Ja, aber doch verschiedene Parks, da sieht man verschiedene Quests. Ich habe das Gefühl, was ist denn das für ein Teil? Zeichner kenne ich gar nicht. Okay. Was haben wir hier? So eine Autobahnzeichen ist das, glaube ich. Hallo. Hallo. Ghana. Oh. Da Feinde. Hier oben. Oh, leck mich. So Leute, ich habe gerade keine Lust gegen euch zu kämpfen. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich habe so Gefühl, ich werde einige nicht treffen, weil die so komisch treffen. Aber ich bin gerade auf, ich kann nicht wirklich gegen die kämpfen. Hi, na? Ja, keine Zeit für Erklärung, weil ich bin so gut wie am Verrecken. Ich kann es mir nicht wirklich leisten, hier lange zu kämpfen. Deswegen müsste er leider so schnell wie möglich kaputt hauen. Warum ist er sofort tot gewesen? Ist er runtergefallen? Der Idiot. Das ist schon mal passiert. Redway. Ah, das ist so schön. Zack. Oh Gott. So, jetzt kriegt er auf die Fresse. Hi, na? Oh ne. Ich wurde programmiert. Ma. Effektiv zu terminieren. Weil du unsichtbar bist, das heißt, dass ich euch nicht treffen oder was? So, ist nach unten noch gewesen, ich meine, oder unten, Mann. Sein Ort? Ja, ne. Oh mein Gott, er kommt näher. Nein. Was ist das ganze Gebiet da hinten noch? Da ist einer in der Power Armor. Die kann ich nicht mit mir schleppen. Hi. Hi. Was zum? So. Wie kann man nur vor der Nase so ein blödes Teil abfeuern? Ich meine, aus NPC-Sicht ist das natürlich voller Geniestreich, aber trotzdem, das ist voll unfair. Als NPC ist das natürlich voll intelligent, aber oh nein, ich habe hier gespeichert. Ich denke, irre. Hi, ich bin tot. Mal geh weg mit dem Teil. Warte, eine Idee. Hier ist er. Klick da runter. Die Flieg und Sieg. Schon wieder eine Munition verballert und fast ist keine mehr übrig, oder wie? Fällt mir nämlich jetzt nicht auf.
Boah, jedes Mal. Das einzige Mal, wenn ich mal losgehe. Puff. Ich muss alle deine Sachen kaputt machen, dann kann ich sie nämlich mitschleppen. Eine Powerfaust. Warte, ich kann keine ausrüsten. Da greifst du einfach nur mit dem Fäusten an. Noch einer? Gunner Major. Was? Der hat gar ausgehalten. Lässt du mich angreifen? War. Ja, okay. Der hat eine Dingens. Oh, ich muss Dogbrot finden. Ja. Okay, das war's dann für diesen Part. Ich lege mich jetzt einfach irgendwo schlafen. Wenn ich im Bett finde, dann wird er auch schon hoffentlich neben mir sein. Verdammt. Warum sind immer so viele? Boah. Ja, neue Orte. Wenn ja, Kitty Town war ich schon. Okay. Gut, dann. Würde ich sagen, das war's dann für diesen Part. Ich muss Dogbrot finden, damit er meine Klamotten nimmt. Vielleicht werde ich zum Commonwealth zurückkehren und ein paar Sachen einlagern, weiß ich aber nicht. Endlich mal wieder abgeschlossen, Gott sei Dank. Und ja, ich gucke mal noch, ob hier irgendwas ist, weil na, finde ich noch irgendwas Geiles hier. Euch natürlich dann zeigen, wie das jetzt zum Beispiel mich gut, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich finde Dogbrot wieder, der kann dann meine Sachen tragen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.